Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 28 von Sherlock Holmes, Crimes and Punishments, präsentiert von Celine Ecke, Queen Nerdidala. So, jetzt haben wir hier gerade mit Hamish gesprochen und jetzt müssen wir mal weiter gucken. Wir müssen uns auch mal den Sohn genauer angucken von Dunn, von Montagu Dunn und Bürotür. Locked. Locked. Okay, ich dachte, wenn wir nochmal klicken, können wir wieder dort einbrechen. So, gucken wir mal, ob das hier auf ist. Ich möchte gerne mit Dunn sprechen. Locked. Mein Gott, ist alles locked. Ist das Watson? What should we do next, Holmes? Ja, stell dich doch nicht immer bei mir in den Weg, du Nudel. So. Wir laufen hier einmal kurz rum. Ach, da können wir auch ins Gewächshaus rein. Können wir hier etwas sehen? Nein. Not really. Dann gehen wir mal hier rein. Locked. Nursery. Das heißt Nursery in Blumen. Anzuchthaus. Nursery. Nursery. Wieso ist das alles locked hier? Locked. Damn. Okay. Da ist wahrscheinlich auch locked. Nein. Interessant. Da können wir rein. Okay. Dann schauen wir uns hier doch mal um, was wir hier Schönes finden. Irgendwas Interessantes im Müll? Nope. Sieht man hier? Ach, guck mal, da ist so das Kolonialhaus. Mit dieser komischen Riesenpflanze da. Okay. Oder Riesenblüte. Okay, gehen wir nochmal durch. Wo sind wir jetzt? Karte von Kew Gardens. Ach, du liebes bisschen. Dry Tropics. Wüstenhaus. Waterlily Greenhouse. Palm House. Palm House. Director's Office, Cloakroom and Laboratory. Okay. Colonial Collection. Alright. Nursery. Alright. Seed House. You are here. Ventilation System. Das wird auf jeden Fall noch auf unserer Karte landen, weil wahrscheinlich wurde dann das Gift über das Ventilationssystem ins Kolonialhaus geleitet, wo er war. Und irgendjemand hat ihn... Nee, ich habe noch was übersehen. Und irgendjemand hat ihn dann eingesperrt. Was habe ich denn hier noch übersehen? Ah, da. Lagerraum. Alright. Haben wir jetzt alles? Hä? Ventilation System. Das müsste ich alles haben. Immer noch nicht? Sag mal, willst du mich verkackeiern hier? Ah. A map of Kew Gardens. Toll. Ja. As if we didn't know that. Okay, dann... Watson, Mr. Holmes. Der macht aber nicht mehr komische auf der Stelle gejogge Sessions hier. Können wir von hier hinten in die Nursery rein? Locked. Locked. Ja, okay. Anzuchthaus, das wissen wir mittlerweile. Ist ja die Rückseite. Was ist das? Seed House. Seed House. Ist das offen? Locked. Ach, Jesus. Das ist ja alles locked. Können wir mal bitte den Generalschlüssel haben? Hallo? Okay, dann gehen wir hier weiter unseres Weges. There is a smell of burning. Oh. Where? Wo denn? Wahrscheinlich den Weg runter. Ah ja, rechts dann. Okay. Was war das? Das wissen wir doch schon. Aber das haben wir doch schon alles gesehen. Hm.
das muss ich jetzt nicht verstehen. Gehen wir erstmal zum Feuer. Watson! Sorry, Plants. Was verbrennen die denn hier bloß? Okay, Tee. Es ist Zeit für Tee. Zerbrochener Topf. Feuerstelle. Untersuchen. Zerbrochener Topf. The symbol is not from Kew Gardens. Okay. Halbverbrannter Besen. The handle was half burned. Ja, dann mal schnell rausziehen, was? Was ist das? Na, Türgriff. Door handle. Why would anyone throw such a thing in the fire? Ja, the door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. Was verbrennt doch nicht so gut? Wer macht denn sowas? Pflanzenüberreste. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Das ist so eine fleißfressende. Die fleißfressende Pflanze. Faulheit heißt sie. Nein, eine fleischfressende Pflanze, das wollte ich sagen. Schutzmaske. Oh. A protective mask. Also war da noch, da war der Täter da mit bei, oder was? Das ist ja abgefuckt. So, Bilderrahmen. The remains of a picture frame. Aber wir holen anscheinend nichts aus dem Feuer raus, um uns das genauer anzugucken. Interessant. Okay, irgendwas haben wir noch übersehen. Aber was? Weil sonst würde er ja mich hier rauslassen. Achso, ich kann die drehen. Angesenkte Maske. But it did not burn. Okay, jetzt haben wir alles. Ja. Das ist aber auch ein bisschen dumm, das hier in dem Garten zu verbrennen, oder? Wurde hier vor kurzem etwas versteckt? Ah, hier komme ich bestimmt wieder nicht raus auf der Seite. Das war so klar. Kann ich hier durch? Nein. Oh, jetzt muss ich da wieder außen rumlaufen. Lalalalalalala. Die sind schön, die Pflanzen. Meine Lieblingsblume ist ja Hibiskus. So. Dry Tropics. Schauen wir uns mal kurz hier um. Ach, das sah jetzt so aus, als könnte man das nehmen. Nein, kann man nicht. Wüstenhaus. Dry Tropics. Okay, dann gehen wir gleich mal rein. Wenn Watson will. Sherlock, meine ich. Was haben wir hier? Okay, dann gehen wir hier nochmal rein. Okay, nicht in den Kaktus laufen. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Ach, schon wieder nicht von Kew Gardens? So, dann... Was haben wir hier? Okay, ich kann also nicht in den Bereich der Pflanzen rein. Kann ich hier irgendwas sehen? Nee, wir gucken erstmal noch weiter. Und nochmal ganz kurz die Seite. Watson, bitte. Danke. Nee, hier wird uns nichts mehr gezeigt. Moment, ich gehe mal da vorne hin. Okay. Dann zurück. Und mal hier durch. Oh Gott, das ist ja eine Riesenkarte. Der eine Fall ging jetzt voll schnell und hier ist ja... Ich weiß überhaupt nicht, wo du hin sollst. Wüstenhausparameter. This, they have light and moisture control in some parts of the building. Okay. Light and moisture control. Dry tropics. Okay, das wissen wir. Ich weiß nicht, ob ich das dann alles anklicken muss, damit es vollständig ist. Deswegen mache ich es dann trotzdem. Okay, hier sehen wir nichts. Dann gehen wir. Oh, was macht denn der Holmes? Dann gehen wir mal hinten raus. Seerosenhaus. Das ist aber auch strange, oder? Direkt am Seerosen. According to this,
They have light and moisture control in some parts of the building. Okay, das haben die anscheinend überall. Lass mich, geh mal hier weg und geh mal da rein. Oh, das ist aber schön. Okay. Ach, hier sind wir wieder. Ach, guck. Ist hier noch was Neues? Belüftungsauslassdach. Seht ihr. Ventilation System. Nee, öffnen und kann ich den genau untersuchen? Interessant. Ich dachte, hier kann ich nochmal dran drehen. Nein. Interessant, interessant. Okay, den Colonial House Parameter. Die Parameter haben wir gelesen. Alright. Lass uns mal gucken, wo wir hier hinkommen. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Oh, das ist ja total konfus hier. Ich meine, wie soll ich mich denn hier... Okay, das werde ich mir auch nochmal... Water Lily Greenhouse. Yeah. Und was ist das jetzt hier für ein Haus? Palmen? Palmhausparameter. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Also, manchmal geht der einfach aus der Ecke nicht wieder raus. So. Oh, hier ist auch schön. Und ich habe eine Arbeitskollegin, der würde es hier super gefallen. Die ist nämlich totaler Palmenfan. Okay, hier sehen wir nichts. Hier sehen wir nichts. Hier sehen wir auch nichts Besonderes. Wo ist denn hier der Dunn? Also der Sohn, der uns gesagt hat, dass der Vater gestorben ist. Was ist hier? Können wir das angucken? Nö. Also, hier haben wir überhaupt keine Hinweise gekriegt. Wo kommen wir jetzt hin? Okay, Cutscene. Can I help you, gentlemen? Ah, da ist er. So. Ja, kannst du. Wir möchten gerne mit dir reden. Wo bist du denn? Da. Komm mal runter von die Leiter. Na, rede mal mit uns. So. Arbeiten Sie hier? Do you work here? Yes, but part-time only. I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then that is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Leergeräumtes Kolonialhaus. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Ah. Verhältnis zu Ihrem Vater. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. Oh. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Die Leute, die da umgebracht werden, die waren alle unausstehlich. Sehr schön. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Naja. Deswegen, die Moral dieser ganzen Geschichte ist, seid immer freundlich zu den Leuten, sonst, ne? Passieren komische Sachen. Miss White. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Alright, und Martin Harmish. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honor of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish?
I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Hm. Jetzt gucken wir uns den mal an. So, wir können bestimmt was zu seinem Pflaster sagen. Gerötete Augen, hat vor kurzem geweint, tief traurig. Boah. Beim Rasieren geschnitten. So, eins fehlt noch. Saubere Hände. Also ist er nicht jemand, der in der Erde wühlt. Thank you, young man. We shall see you again soon. Miss White treffen. So, ich glaube, Miss White treffen wir aber in der nächsten Episode. Wir lesen noch mal ganz kurz hier vor. Albert Dunn ist ein nervöser und ängstlicher junger Mann, wenn man nach seinen abgekauten Fingernägeln urteilt. Er hat sehr viel Reinigungsmittel benutzt, um sich die Hände zu säubern, was keine gute Idee ist, da er mit Pflanzen und Blumenerde hantiert. Seine Augen sind rot. Offenbar hat er vor nicht allzu langer Zeit sehr viel geweint. Aus seinem Alter kann man schließen, dass er noch an der Universität ist. Er ist ein gut aussehender Bursche, unverheiratet und wohnt vermutlich noch bei seiner Mutter. Alright. Boah, jetzt haben wir jede Menge Aufgaben hier fürs nächste Mal. So, das wird auch die letzte Folge dieser Aufnahmesession sein, wahrscheinlich. Jetzt kriegt ihr aber noch einen Fakt von mir. Fakt 17. Super Mario 64 wurde in den USA 3 Tage vor dem Release des Nintendo 64 veröffentlicht. What? Echt? Was soll das denn? Bei mir habt ihr es zuerst gehört. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.